Hallöchen und herzlich willkommen hier wieder zurück bei Pokémon Kronenland-Dings da. Ja, wir stehen vor unserer zweiten Ruine, nachdem wir unser Arktos endlich gefangen haben, na Gott sei Dank. Wir stehen vor unserer dritten Ruine. Ja, das ist schon unsere dritte Ruine. Das ist gar nicht die zweite. Es ist wohl die Steinruine, ich habe keine Ahnung. Aber es scheint die Steinruine zu sein, weil wir haben die Fähigkeit Steinkante gefunden. Also ist es eine Steinruine. So, wir schauen mal drauf. Nanu, auf der Tür steht etwas geschrieben. Lass das erste Pokémon einen Stein tragen, das es unveränderbar macht. Ein Ewigstein. Ja, er weiß, dass es einen Ewigstein macht. Hab ich sowas? Ich hab sowas bestimmt irgendwo dabei. Irgendwo habe ich garantiert einen Ewigstein. Ewigstein. Ja, da ist er ja sogar schon. Hier, Muramura. Bitte. So. Jetzt müsste es rein theoretisch gehen. Ja, es geht. Natürlich geht es. Er hat natürlich Ahnung, wie das geht. So, wir haben Timerbälle. Wir haben hohe Motivation. Mann. Oh Gott. So. Ja, es ist schwer, diese Löcher da zu treffen. Wirklich sehr schwer. Plötzlich liegt eine merkwürdige Spannung in der Luft. Ja, steinige Spannung. So, was könnten wir Muramura eigentlich wirklich geben? Eine Knolle. Erhält den Spezialangriff des Trägers, wenn ihm eine Wasserattacke trifft. Sollte ihn hoffentlich nicht treffen. Pudersand, Typ Boden, Münz, Finsterstein, Eis, Zucker, Erdbeere. Achso, stimmt, das war dieses eine Pokémon und dann musste ich mich drehen. Ja, ich weiß. Lichthelm. Klettdorn. Schwerschwall. Warum auch immer soll ich das machen? Vielleicht weil es dadurch mein Gewicht erhöht? Ich weiß es nicht. Granitstein. Weißt du was, du kriegst jetzt einfach einen Granitstein, Muramura. Ich weiß nicht, ob dich das wirklich weiterhilft im Leben, aber wir gucken einfach mal. Jetzt bin ich da tatsächlich drüber geratscht. So. Eine unglaubliche Gesteinsenergie strahlt von dieser Statue aus. Und ich will sie untersuchen. Ro-ro-ro-ro-ro. Ich habe keine Ahnung. Scheinbar ro-ro-ro-ro-ro. Ein Regirock erscheint. Okay. Muramura, that's your turn. Der müsste ja rein theoretisch relativ gut gehen. So, ich fange jetzt mal mit Wirbler an, weil ich ein bisschen Angst habe. Fluch. Bist du aber gruselig. Initiative sinkt. Angriff steigt. Ja, lass den Angriff steigen und Verteidigung. Komm ich mir klar. Wir dürften rein theoretisch nicht so viel Schaden auf den machen. So von der Theorie her. Also Erdbeben und so will ich gar nicht einsetzen, weil das tut ihm wieder weh. Und ich will nicht, dass es ihm wehtut. Deswegen werde ich erstmal Muramura ein bisschen mit Wirbler angreifen lassen, dass er ein bisschen lower wird. Ich meine, es dauert, aber es läuft. Aua. Das tut jetzt leider auch noch weh. Das tat jetzt aber auch noch weh. Okay. Nächstes Pokémon. Gigasauger wäre natürlich schlecht, ne? Erdbeben, Hornbohrer, Kopfstoß. Können wir einsetzen, aber wird auch gleich wieder tot sein. Aber ich setze ihn erstmal kurz ein. Ich setze ihn einmal kurz ein. Für einen Angriff. Erdbeben traue ich mich einfach nicht. Weil ich das Gefühl habe, dass wir ihn damit weghauen. Wobei wir, glaube ich, ein bisschen zu schwach sind jetzt. Wir sind ein bisschen zu schwach. Also das Pokémon ist jetzt ja nicht overleveled. Deswegen können wir auch Erdbeben mit ihm einsetzen. Weil es ist nur ein Level drüber. Da wird er bestimmt nicht den legendären da one-shotten. Vor allem, wenn seine Verteidigung immer weiter steigt. Aber kann er ja machen. Ist ja gar nicht. Das ist ja gar kein Problem. Da sage ich ja mal gar nichts gegen, ne?
Aua. Er tut mir weh. Dieses Pokémon tut mir weh. Ich kann noch Arktos einsetzen. Ich glaube, ich gehe einfach mal auf Minako und mache einfach die Flugattacken. Sollte ja auch nicht sehr effektiv sein. Das Einzige, was uns wehtun kann, ist denn sein Steinkante. Quasi das da. Allgemein macht er enorm viel Damage. Lebt noch. Ei, sein Angriff sinkt. Das ist ja mal was. Ah, fliegen traue ich mich jetzt schon gar nicht mehr. Weil ich Angst habe, dass es zu viel Schaden macht. So wie es jetzt ist, ist es gut. Das ist nicht zu übertrieben. Auch wenn unsere Pokémon sterben, das ist ja, ne, Nebensache. Wir haben noch genügend Pokémon dabei. Deswegen setze ich jetzt kurz Arktos ein. Einwechseln. Und so geht ja auch die Zeit um, ne? So, Arktos ist gleich tot. So, Beutel. Wir haben 13 Top-Beleber, weißt du, was? Da setze ich einen Top-Beleber jetzt auf den Minako ein. Lass ihn machen. Das senkt seine Initiative sowieso schon auf den Nullpunkt, also er muss so langsam sein. So, wir setzen wieder Minako ein. Dann machen wir wieder Bohrschnabel und dann sind wir auch bald durch. So, noch einmal können wir machen. Und dann können wir schon anfangen, unsere Bälle zu werfen. So, einmal und dann ist Ende. Nein! Warum ist denn der jetzt doch? Warum war das ein scheiß Volltreffer? Why? Kacke! Rigirock ist wieder regungslos. Leck mich am Knopf. Gut, wir können es auf jeden Fall so oft wie möglich besiegen. Wir machen auch noch einen Volltreffer, Alter. Ich glaub's nicht. So eine Kacke. So eine Kacke. Was bin ich denn hier bei den Bällen? Das gibt es doch gar nicht. Wie kann man denn so viel Unluck haben? Ja, wir sind nicht gerade mit Tränken zugeschissen, ne? Muss ich mal ganz ehrlich sagen. Huch, das wollte ich auch gar nicht. Wollte ich hier. Ah, kurz noch den letzten. So. Die anderen brauche ich gar nicht erst, weil sie sterben sowieso. So, auf ein neues. Eine unglaubliche Energie. Ich möchte die Statue untersuchen. Hallo. Hohoho. Auf ein... Mann! Blödes Ding. Der letzte muss immer ein Volltreffer sein, weißt du? Damit es auch garantiert stirbt. War so ein schöner, langwieriger Kampf gewesen. So, Muramura, jetzt können wir auch ein bisschen... Jetzt weiß ich, dass das auch, wenn es stirbt, dass es dann auch tot ist. Also ist mir egal, Body Press und dann Suit. Kannst du sehen, was du davon hast. Prügeln wir es ein bisschen schneller runter. Ich hatte voll jetzt hier, So, und jetzt machen wir wieder Wirbler. Damit wir ja nicht zu... Ja. Schön, dass er jetzt Steinkante einsetzt, das ist sehr schön. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr gut. Weil dann setzt er das nicht bei deinen anderen Pokémon ein. Einmal geht noch, oder? Ah, ich bin blöd.
Meisterball. Nö, ich werf Hyperbälle. Davon haben wir ja noch 12. Der kommt sowieso nicht darin. Bumm. Wir müssten mal eng ein Status-Veränderungs-Pokémon mitnehmen, ne? Aua. Lebt noch. Nee. Da haben wir ja noch Leben. Ich hab 41 Top-Genesung, die machen mich auch wieder voll. Nee, wir müssten mal eigentlich irgendein Pokémon, was Hypnose oder sowas kann, einfach mal mitnehmen, weil das einfach viel einfacher ist, das zu besiegen. Oder zu fangen, wenn wir es einfach einschläfern. Aber auf die Idee kommt er ja auch nicht und die nimmt er ja auch einfach nicht mit. Aber jetzt ist es ja nicht mehr schwer. Es ist einfach nur mal gucken, wer Hypnose kann. Nee, ich weiß nicht. Ich lasse ihn, wenn, dann nochmal Flucht machen. Flug, wie auch immer. Wir versuchen es einfach weiter zu fangen. Vielleicht klappt es ja. Wer hätte das gedacht? Aua. Lebt noch. Top. Genesung rein. Ach ja. Dann kann er auf den einprügeln, so viel er will. Wenn er nochmal Fluch macht, dann kann ich auch nochmal einmal Wirbler machen. Dann klappt das. Sollte das eigentlich klappen. Na, vielleicht jetzt sogar auch schon. Na, leck mich fett. Wir haben es sogar. Nice. Regirock. Sehr schön. Dankeschön. Für Regirock wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Selbst mit modernster Technologie konnte bei der Analyse seines Steinkörpers weder Herz noch Gehirn gefunden werden. Das ist schon ein bisschen fies jetzt, dass er doof sein soll. Und kein Herz haben soll. Das klingt irgendwie ein bisschen nach Trump. So. Als ich meinem Pokémon einen Ewigstein zum Tragen gab, öffnet sich das Tor und gab Regirock Preis. So, eins haben wir jetzt noch. Piep, 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 piep. Tag, ich bin's, Pony. Du übernimmst dich hoffentlich nicht, Expeditionsleiter. Wie bitte, du bist den Steingiganten Regirock begegnet? Saubere Arbeit, Expeditionsleiter. Aber vergiss nicht, auch nach den anderen Giganten Ausschau zu halten. Viel Erfolg! Ja, ein Gigant ist da noch und da muss ich gleich erstmal gucken, wo der überhaupt sein soll. Da habe ich nämlich noch nicht mal eine Ahnung, wo der sein soll. Da hinten liegt noch ein Pokéball. Den schlapponieren wir uns aber. Offensiv-Westie. Westie. Mura. Willst du das wirklich, Nidoran? Nein, willst du nicht. Wir denken noch 23 Level hätte und Muramura ist schon eigentlich jetzt schon voll cool. Eigentlich gruselig. So, da müssen wir gleich mal erstmal unsere... Ich bin dann überlegen, erstmal ganz kurz zurück und unsere Pokémon heilen, wa? Das wäre vielleicht ja nicht mal das Dümmste. Aber ich gucke gerade noch, ob es hier vielleicht irgendwelche Geschenke gibt. Mein Arktos fliegt hier jetzt ja nicht mehr rum, das wissen wir. Aber dich, da töte ich jetzt einfach. Weil Muramura kurz vor Level Up ist, deswegen töte ich dich. Wie so ein Anschreit und so tut, als ob es ein starkes Pokémon wäre. Oh. Ja, los, spring auf ihn. Hurra, Muramura Level Up. Plus 4 Verteidigung. Ja, warum nicht? Ich glaube, sonst waren wir auch schon, glaube ich, tatsächlich überall jetzt hier so in etwa gewesen, ne? Nein, wir greifen es jetzt nicht nochmal an. Ich weiß, es ist echt angenehm, das Ding zu besiegen, aber trotzdem. So, wir gehen erstmal auf die Karte und dann fliegen wir erstmal ganz kurz zurück zum Pokémon Center. Also, zu unser Expeditionsding.
Auch wenn wir tatsächlich noch die Fußspuren sammeln müssen. Achso, ich wollte gar nicht mit dir reden. Lass mich mal in Ruhe. Das können wir gleich machen. Wenn wir den anderen, den letzten Giganten gefunden haben, dann können wir mit ihm reden. Und ihm sagen, dass wir Giganten gefunden haben. So, Beutel. Irgendwas zum Level-Up eigentlich hier drinne? Hier ist noch was zum Level-Up. Freut er sich. Hurra! Drei ist das, glaube ich, ne? Ne, drei ist zum Vögeln. Zwei. Zack, den haben wir, den haben wir. So, am fernen Dreiwegpass liegt die Ruine, in denen das Gigantenduo schläft. Die Tür ist fest verschlossen. Am fernen Dreiwegpass. Okay, wir müssen mal erstmal gucken, wo der Dreiwegpass ist. Okay, Dreiwegpass. Wir waren immer noch nicht hier gewesen, weil ich immer noch nicht weiß, wie man hier hinkommt. Dreiwegpass, wo ist denn das? Am fernen Dreiwegpass. Schauen wir nochmal hier hin. Aber ich hab... keine Ahnung. Wo der sein soll, der Dreiwegpass. Okay, da rede ich tatsächlich jetzt nochmal mit Pony. Ah, Expeditionsleiter. Na, wie gehen die Erkundungen voran? Expeditionstipps. Ja? Die Giganten. Das Giganten. Dazu musst du erstmal die richtige Ruine finden. Such einfach nach dem Gebäude, das in den Notizen skizziert habe. Danke, das ist eine unsagbar große Hilfe, wo auch immer der ferne Dreiwegspass ist. Das hat mir jetzt einen Scheiß geholfen, Boney. Was ist denn der Dreiwegspass? Ah, Dreiwegspass. Alles klar, gefunden. Da müssen wir dahin. Hab ihn gefunden. Bin gar nicht so doof. Ja, du alter Watthändler. Was hast du denn zu handeln, wa? Ich nehme mal... ach ne, Hypertränke haben wir sogar noch. Brauche ich nicht. Tschüss, 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 tschüss. Okay. Hier müssen wir nur irgendwie dahin finden. Ist das da unten? Da unten müssen wir, glaube ich, hin, oder? Ich glaube, da müssen wir nach unten. Okay, also muss ich hier einfach den Berg... runter. Beleber nehme ich mit. Auch schau halt nach Fußspuren, wenn es hier welche gibt. Oh Mann, lass mir Ruhe, Alter. Ich wollte Mini-Pilz, Mann. Der Mini-Pilz ist viel geiler. Aerodactyl. Waren wir da unten nicht gerade? Wir waren vorhin da unten gewesen. Aber da sind wir, glaube ich, nicht hier links gegangen. Nee, oder? Oder? Ich bin komplett orientierungslost. Aber ich glaube, da ist eine Scholle der Giganten. Na, genau hier will ich doch hin. Da ist ein Elepy. So ein Wasserding. Da ist so... greife ich dieses Wasserding auch noch an, ey. Ekliges Teil, Alter. Da hinten steht gleich ein Blitz an und wir werden alle sterben. Schön. Oh ja, wir sind zu langsam. Ich habe kein Blut. Ich habe kein Blut. Ich habe heute leider kein Blut für dich. Das ist der Vampire Bachelor.
Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Alter, Finde, Alter, hier sind viel zu viele fette Elefanten. So. Durchgenackelt. So, hier waren wir jetzt ja noch gar nicht gewesen. Deswegen gucken wir uns hier auch erstmal ein bisschen um. Da ist ein fetter Elefant, da ist eine fette Ameise, da ist so ein Ding. Ah, dich kenne ich auch noch. Ach ja. Okay, jetzt können wir rüber. Wir gehen erstmal rüber. Hier ist irgendwas kaputt. Hier sind Felder kaputt. Aber so wirklich wichtiges Zeug scheint hier nicht rumzuflinsen. Außer die finstere Aura. Anwender greifen fürchterliche Aura schlechte Gedanken an. Ziel schreckt eventuell zurück. Oh, hier ist ein Pokéball. Giftstich. Ein schmaler und giftiger Widerhaken, der Attacken von Gift, Typ Gift verstärkt. Das war Zufall. Ich finde das cool, dass hier diese ganzen Urzeit-Pokémon rumlaufen. Rauschende Höhle. Hier soll jetzt was rauschen? Ihr könnt nicht rauschen. Okay, wir haben zwei Optionen. Wir haben hier Fußspuren. Weshalb ich mich jetzt hier reingelockt haben lasse. Wegen den Fußspuren bin ich jetzt hier reingegangen. Aber gut, wenn wir die Fußspuren, klar, sondern müssen wir auch mitnehmen. Und wenn wir die gerade hier angeschmissen bekommen, ich finde das cool, dass hier die ganzen Urzeit-Pokémon rumrennen. Und hier finden wir gerade ziemlich viele Fußspuren. Na, Kabuto? I save. Du hast mein allererstes Urzeit-Pokémon. Oh, Levitan. Blutsauger. Oh Gott, die Technik braucht echt keiner. Das ist, die ist so nutzlos. Schnauze. Schnauze, was auch immer du warst. Ich glaube, der da. Der hat mich angeschrien und wollte mich zusammenschlagen oder so. So, oben links waren noch Fußspuren, habe ich gesehen. Buddha-san. Aber das Wichtigste sind die Fußspuren. Die scheinen sich hier ziemlich in diesen Höhlen aufzuhalten. Das ist schon mal gut. Und ein Riesen-Nugget. Das ist genau das, was ich im Leben... Mura. Kannst du nicht mal mehr stottern sagen, ohne dass der Name nicht richtig ist. Furchtbar.